fast leer. Mal kurz dranhängen. So. Jetzt können wir loslegen. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Montagmorgen. Oh. 26. Juni. Diese Folge gibt es wieder mehr zu sehen. Nicht nur fahren. In den letzten Folgen war ich ja nur am Fahren quasi. Freitag hatte ich meinen Tieflader geholt in Memmingen. Komisch war nur, heute Morgen war die Luft auch wieder leer. Da muss wohl doch noch ein Leck sein. Den stelle ich jetzt ab, hänge meinen Dreiecksack gerade drauf. Maut habe ich schon umgestellt. Dann fahre ich rüber nach Lampertheim in die Industriestraße. Dort hole ich die Planierraube, die 716. Die fahre ich dann hier hoch nach Sembach und Heuberg. Schwierig. So ist kurz vor 7. Ich habe mir schon erwähnt, ich fahre über Lampertheim. Diese Baustelle, wo immer alles so schön zugeparkt ist. Jetzt werde ich knappen 10 Minuten werde ich da sein. Also kurz nach 7. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Großer Trommelwirbel, wie wird es aussehen? Weißes Fahrzeug, das steht weit genug vorne dran. Gibt's doch gar nicht, oder? Wirklich frei. Das gibt's doch gar nicht. Die ist hier wirklich frei. Brutal. Brutal. Hier ist, fahr die mit Hund. Sorry. Alles gut. Kurzes Tor aufmachen. Steht hier die 726. Sieht
Walze, die Walze von Lambert Heik habe ich hierher gebracht. Es ist 20 Minuten nach 1. Ich fahre jetzt nochmal rüber nach Mannheim. In den James Monohring. Da steht noch ein Radbagger von uns. Ich weiß, also wie es eben angehört hat, geht er nach Hause. Wahnsinn, ich war hier eine gute Stunde raus. 14.20 Uhr, 14.30 Uhr etwa. Laden. Ich denke, 16 Uhr auf dem Hof. Könnte heute mal frühe Feier abgeben. Ich weiß nicht, was noch ansteht, was noch anliegt. So, hier oben hatte ich letzte Mal den Bagger rausgeholt, wo ich den Bagger seitlich geladen hatte. Oh, ich hoffe nur, ich komme hier rum. Weil der Radbagger steht jetzt ganz vorne. Und es ist kein Platz irgendwo, dass ich mich da hinstellen könnte. Nur, dass hier alles frei ist, dass hier nichts gesperrt ist, aber dann hätte wahrscheinlich irgendwo ein Schild gestanden. Stehen bleiben kann irgendwo. Oder ich muss wieder zurückfahren und muss mich vorne dann den Kreisel rechts raus und da irgendwo an die Seite stellen und den Bagger laden. Dann halt wieder herlaufen. Mal gucken, wie wir es wieder gemanagt kriegen. Furchtbar warm haben wir es hier, 32 Grad haben wir es im Moment. So. Vorne ist noch, ne? Doch, da hinten könnte ich parken. Eventuell ist hier eine Einfahrt. Aber hier ist zu. Ne? Aber hier links, wo die zwei blaue Dixie stehen, könnte ich eventuell abhängen. Weil hier ist sowieso gerade gesperrt. Das mache ich ja. Hier bleibe ich stehen, hier hänge ich ab. Komme ich mit dem Bagger durch? Könnte sein. Passen, dass ich mit dem Bagger durchkomme. Hallo.
bin gleich weg. Habe ich ja meinen Fiax Tieflader geholt in Memmingen unten. Auf jeden Fall halt da bei die Goldhofe. Bin ich nach Hause gekommen, habe mein Fahrzeug in die Halle gestellt und an der Federung hat ewig lange die Luft abgeblasen. Ich habe gedacht, sag mal. Und hab geguckt und hab nichts. Hab
aber da beim Fahren schon gedacht, es fühlt sich irgendwas komisch an, schwammig an. Ja, das merkst du einfach, wenn du fährst und du bremst und das, die Zugmaschine ist halt einfach nicht stabil. Wenn du das Auto jeden Tag fährst, merkst du das. Und jetzt heute schlimmer. Als geguckt habe, ich bin ums Verrecken nicht da drauf gekommen, obwohl es die einfachste oder die naheliegendste Lösung gewesen wäre. Kamera bleibt stehen. Mein Dreieckslenker. Kennen wir schon, oder? Mein Dreieckslenker ist von der vierten Achse, der ist kaputt. Wie gesagt, das merkst du darin, wenn du fährst auf der Autobahn, egal ob beladen oder leer, du bremst und du merkst halt einfach, dass das Fahrzeug hochgeht hinten. So fühlt sich's an. Ja, bremst, das Fahrzeug geht vorne runter. Fühlt sich an, als hebt es ab hinne. Ja. Wie gesagt, die naheliegendste Lösung wäre der Dreieckslenker gewesen. Ja, ich bin gar nicht drauf gekommen. Jetzt sattel ich ab. Wir haben das letzte Mal vorsorglich zwei Stück bestellt. Diese sind jetzt verstärkt. Ja, der jetzt kaputt gegangen ist, das ist noch das alte Modell. Der verstärkte sieht noch gut aus, würde ich jetzt sagen. Aber ich lasse da morgen früh nochmal die Werkstatt drüber schauen. Ich zeige es euch gleich. So, ein Stück abgehängt. Mal gucken, ob man das erkennen kann. Kann man das erkennen? Von hier sieht man es vielleicht besser. Da sieht man links ist das ganze Innenleben von dieser Packung. Ja, Packung. Von dieser Pressung quasi. Ja, das ist alles raus. Das ist die ganze Achse da unten drin, die ist dann halt einfach. Ist halt nicht fest, ist halt lose. Und genauso fühlt sich das an beim Fahren. Es ist nur der kaputt. Wie gesagt, das ist noch ein altes Modell. Das letzte Mal, als der von der dritten Achse kaputt war, das hatte ich ja auch gefilmt, meine ich mal, haben die Jungs von der Mercedes in Laudern haben uns gesagt, es gibt Verstärkte. Haben wir gleich zwei Stück bestellt. Ich weiß nicht, soll ich das Auto rüberfahren oder nicht. Es wird eh keiner was machen dran. Egal. Ich fahr's rüber dann. Dann laufe ich halt wieder her. Gucken. Also wie gesagt, wir hatten eh zwei bestellt, also wir haben einen 3x-Lenker da. Ist eine Krankheit. Beim Vorgängermodell war ständig an der zweiten Lenkachse, wo der Stoßfänger verschraubt war. Da war diese Schraube war nur anderthalb, zwei Umdrehungen quasi im Rahmen drin. Die sind ständig rausgerissen. Die sind ständig rausgerissen. Das war die Schwachstelle bei dem. Ja, jetzt ist hier. Also ich, wie gesagt, im März drei Jahre. Ich glaube, dass wir von den alten Modellen quasi, also von den alten Dreieckslenker, haben wir bestimmt vier Stück getauscht. Gucken, was die neuen machen jetzt. Also der erste neue, der ist ein gutes Jahr
da drin sein. Steht noch, der hält noch. Dreht meine Reifen so durch, dass ich nicht drin komme. Egal. Wir sehen uns morgen früh. Wunderschönen guten Morgen am Dienstag. Ich roll gerade hier aus der Werkstatt. Ich hänge mir jetzt eine Rampe-Tieflader drauf. Dann fahre ich erstmal wieder zurück in die Werkstatt, hole dort zwei Maschinen raus. Dann lade ich hier die kleine Siebanlage. Zeige ich euch dann, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das Ding fahre. Ich hab das noch nie geladen. Und dann fahre ich die nach Kaiserslautern und heute Mittag in Neustadt ist der 934 zu holen. Aber mach schnell das Tor auf. Augenblick. We'll be right back.
So. Die kleine Siebanlage, die Viecher, kaum ist das Tor auf und schon sind die Viecher da. Ich habe keinen Plan, wie ich das Ding fahre hier. Vielleicht mal gucken, wo die ganze die Bedienung ist, aber so schwer kann es ja nicht sein. So, hier auf der Seite mal nicht. Steht so weit vorne, kriegt die Rampe nicht runter. Ne? Da hinten guckt ein Kabel raus. Also muss es wohl hier sein irgendwo. Okay. Schlüssel steckt. Meine Kamera hin am Bett geht nicht an. Ich weiß ja, vorhin habe ich den Akku getauscht, der müsste eigentlich voll sein. Vielleicht habe ich vergessen, die Kamera auszumachen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall geht sie nicht an. Ich hier mit meiner kleinen, oder was heißt kleinen, filme ich hier mit meiner Handkamera. Ich hoffe, das geht. Ich werde erst an der Baustelle vorbeifahren müssen, drehen, dass ich dann wieder die Straße vorwärts runterfahre und dann quasi über den linken Spiegel in die Baustelle rückwärts reinfahre. Ob so geht, keine Ahnung. Davon aus, jetzt ist es 15.30 Uhr, es ist oder gleich 15.30 Uhr, es wird so ähnlich aussehen wie hier. Es werden ziemlich viele Fahrzeuge parken, weil halt viele Leute einfach Feierabend haben. Da oben ist eine Einbahnstraße, da kommen schon gar nicht durch, Meister. Oder ist die Einbahnstraße weg? Nein, hier ist Einbahnstraße. Hoch. Komm, Pfanne! Gott, ach Gott, ach Gott. So, hier drin steht der Bagger. Ich muss gucken, dass ich hier oben drin gedreht kriege. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Augenblick.
Wasser, da drin steht der Bagger. So, jetzt sind wir wieder hin mit der Kamera verbunden. Ich werde jetzt drehen an der Kreuzung. Das Romo steht ein bisschen bescheiden. Ich jetzt erst rechts rumfahre und stoße dann zurück. Hier steht auch noch ein Auto, ne? Da rechts steht ein Auto. Alles bescheiden. Echt alles. Komme ich ja so nicht rum und komme so nicht rum, ne? Das ist wieder. Also links rum kann ich definitiv fahren. Ob ich dann hier zurückstoße und hier dann ums Eck komme, wenn das Womo weg wäre, gar kein Thema. Wenn das Wohnmobil weg wäre, gar kein Thema. Ich halt gucken, dass ich hier gebe ich die Fernbedienung. Und mich dann halt hier reinlenke. Wird sonst nicht gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich von hier oben überhaupt da hinkomme. Das geht jedes Mal von sich aus, geht diese Scheiß. Stein und die Reifen drehen durch. Warte. Lang. Gut.